Mach. Wir sehen die doch. So, dein Kognito macht sich mal wieder auf einen neuen Abend mit seinen Freunden Toni und Max. Finde die letzte Moni Müllermilch. Gleich zum Kühlregal. Wir gehen heute Abend zum Toni nach Hause. Er hat eine eigene Wohnung. Und ja, ich hoffe, wir haben da sehr viel Spaß. Bis dahin werden wir versuchen, uns so best wie möglich voll zu stopfen. Mit Nahrungsmitteln, nicht mit Drogen. Feinste Kost. So, wir haben ein Ziel gefunden. Es nennt sich das Restaurant Sonne in Dresden. Da werden wir jetzt unsere Fenster vollstopfen, vorausgesetzt, wir kommen zur richtigen Zeit dort an. Und der Max, der geht wieder seiner hauptberuflichen Tätigkeit nach, dem Pfandflaschen sammeln. Leben damit! So, wir waren jetzt vor Ort und der Preis entspricht nicht unseren Vorstellungen. Das heißt es nicht, dass wir arm sind, aber... Die haben es einfach übertrieben. Es ist ziemlich teurer geworden als... Das Leistungsverhältnis ist nicht mehr in Ordnung. Es ist... Nee. Ja, dieser Mann hat es wahrheitsgemäß aus... Dreck angeboten, aber man hat dafür nichts gezahlt. Versteht ihr? Und jetzt bieten die Dreck an, man muss dafür zahlen. Muss ja, dafür zahlen. So sieht's aus. Momentan haben wir uns dazu entschlossen, uns mit Sushi vollzuschlemmen. Natürlich all you can eat. All you can eat. Stabil. Ja, sind alle damit einverstanden? Ja, ja, geht steil! Ja, wir haben gerade... Sie das Haus, wie ich meine Schnauze? Wie bitte? Ich will nur Ihre Daten, der will Ihre Daten. Nein, will ich nicht. Doch, willst du? Nein. Ich will nur deine Daten, du Hurensohn. So, wir wollten jetzt quasi uns mit Sushi vollschlagen, aber dieser behinderte, vollspastische, dieser verfickte Hurensohn musste natürlich wieder was dagegen sprechen. Und ja, deswegen gehen wir jetzt woanders speisen, damit es unserem verfickten Hurensohn hier auch mal recht ist. So, und der Toni hat ja schon seine gigantische Pizza bekommen, während wir noch hungrig auf unsere Leibesnahrung warten. Aber wir haben Geduld und wir schauen unserem Freund beim Speisen zu. Während der Max sich bestimmt ein bisschen Salat davon stibitzt. Der Mann wird mir sehr wehtun. Seht ihr das? Die Anzeige wegen Mobbing und Körperverletzung mehr. So, unsere Portionen sind extrem klein im Gegensatz zu der Pizza. Und ja, da muss natürlich auch dokumentieren, wie so ein Spaß. Naja, egal. Es kommt auf den Geschmack an und nicht auf die Masse. Oder, Toni? Schaut uns ans Mädchenvieh. So, das Essen war mehr als schmackhaft und sehr, sehr lohnenswert. Mittlerweile hat der Max zahlreiches Pfandgut gesammelt. Wir gehen es jetzt im Rewe wegschaffen und was kaufen wir uns davon? Schmackhafte Speisen zu günstigen Preisen. Ganz gesittet fahren wir jetzt zu Toni nach Hause und ich konsumiere gerade ein Latteso. Das klingt sehr lustig, vor allem wenn ich sage. So, wir sind hier beim Toni in der Wohnung. Ja, wie man sieht, sie ist noch nicht fertig. Wird aber alles noch gemacht. Arbeit, weil. Was ist denn jetzt mit der Küche? Nein, wo bin ich denn hier überhaupt? Wo ist denn die Kohle? Ja, wir werden heute Abend natürlich Shisha rauchen, so wie sie es gehört. Ja, ist nur jetzt die Scheiße, jetzt ist es scharf geworden, genau. Ja, ich mach das jetzt. Also, nebenbei werden hier wunderbare Fight-Videos geguckt. Ja, und die Kohle, Junge! Die hat der Toni schon hier irgendwo hier. Ja, scheiß, kann man sich den ganzen... Alter, der Mars, Maul jetzt hier, Drecksachen. Junge! Und scheiß, kann man sich den ganzen Tag angucken. Das ist WLAN. Ja, so Junge! Also ich mach jetzt die Kohle. Mach die scheiß Kohle jetzt an. Ganz. Scheiße, oh Mensch! Was ist denn mit dem Beutel? Ja klar. Das ist schon ganz viel zu fett. Ja, das ist Plastik, du Hund. Das stimmt. Ich schicke deine Hässe jetzt weg, so mal. Einmal soll ich glauben, wenn du da noch nicht festhält, brennt. Du bist ein mieses, hässliches Stück Scheiße. Genau du, du bist so eine richtige, dreckige, bärtige Verschwörung. Sorry. Komm, schiebe ich mal. Okay. Kein Stress, der Mann. Ja, aber die sind hier, die wollen die Sache klären. Die ist das, ich kann das klären, die ist das. Ich so, ich meine so, ich bin noch nicht auf den Kopf gefallen, ich bin jetzt hier alleine und dann gehe ich zu denen hin und dann, weißt du, wie ich meine? Ich ficke diesen Hund. Aber weißt du was? So, so gegen später Stunde im China-Restaurant haben wir uns auf ein freudiges Treffen zu zweit einigen können.
Ja, es gibt feinstes Fitnessbrötchen. Fleisch in doppelter Anzahl für den gleichen Preis. Also für den Preis zum einen, weil wir den in der letzten Verkaufsstunde erworben haben. Und ja. Shoutout an Paolo See. An wen? Paolo See. Ach so, aber der heißt doch Teich mit Nachnamen. Das sagt nichts mehr. Also jetzt das eigentliche Essen. Was wir damit noch machen, ist noch nicht ganz entschieden. Naja, ich weiß auch gar nicht, warum das euch interessieren sollte. Ich versuche einfach nur irgendwas zu filmen, damit ich was im Hochladen habe. Au! Extrem heftiges Wunschheißen. Ich werde Ihre Frau gewaltsam schwängern. Zitzenentmelkung. Ich nehm dich mit in die Gurbel und Christo. Lasst uns treffen, null Problemo. Ihr sollt sich mal ein Beispiel nehmen. Abonniert Sion Kali Records. Sie sollen ein Beispiel nehmen. Greift mit euren Griffeln in die verseuchten Tonnen und schnappt euch die Flaschen. Ihr seht, Mensch, was ihr hier! Von... Guckt euch das doch mal an. Der Typ ist geistesgestört. Oh, Junge! Na, oh, Mensch! Müssen wir jetzt Zwischenentnahme... Was ist denn jetzt hier, mein Gott? Zwischenentnahme. Von dem Druck. Junge, Junge. Naja, das ist stabil. Ach so, der Inkognito ist jetzt auch ins Pfandgeschäft eingestiegen. Das ist mein erster Beutel, den ich euch stolz präsentieren möchte. Und ich werde diesen Pfand jetzt einlösen. Und mit diesen Worten beende ich diesen wunderbaren Vlog. Das ist ein wahrer ostdeutscher Ehrenmann.